Ein Augenblick Ruhe, das haben die Trainer verdient, nach so einem Spiel. So. Ruhe. Sultan Naji ist zu meiner Ruhe! Sultan Naji ist zu meiner Linken. Nach so einem Spiel kann man sicherlich noch nicht alles unmittelbar nach dem Spiel analysieren. Ihr erster Kommentar? Ja, Boris und seine Jungs richtig gut gemacht und verdient gewonnen. Statistik spricht für sich. Röndorf hat doppelt mehr Punkte gemacht und den Chor. Es gab zwei Faktoren. Der erste war, dass wir schülermannschaftmäßig Ballverluste gemacht gegen Zonenverteidigung. Es gab so ein Phase. Und der zweite war, die Pick-and-Roll-Defense, wenn es aggressiv war, auch Ballverluste gebracht und jede Menge Transition, einfache Punkte gemacht. Und das war am Ende entscheidend. Also, wir wollten was gut machen, letzte Woche unglücklich verloren. Trotz dass wir im Röndorf sind, wir glaubten an einen schmutzigen Sieg mit viel Kampf und Einstellung und leider wieder nicht geschafft. Aber wir haben keinen anderen Weg, wir sind im Playoff und wir hoffen, dass die letzten zwei Spiele klappt. Und vielleicht wir können noch auf 8., 7. Tabellenplatz hochklettern. Eins muss man sagen, wir haben es ja schon erwähnt, kämpferisch ist Ihre Mannschaft nicht schuldig geblieben. Sie haben auch zwei überragende Spieler in Ihren Reihen, mit War und mit Jonke. Sie haben versucht zu übernehmen. War das 5. Foul von Jonke dann so der letzte Knackpunkt? Ja, also ich glaube, Dustin hat auch jede Menge so dumme Fehler gemacht, wann vielleicht noch wichtig gewesen wäre, ein Korbleger auch provozieren. Aber die sind so, die Endphase war entscheidend, war wie gesagt vorher. Für mich entscheidend war, dass unser Plan geklappt, die Schlüsselspieler attackieren und Foulprobleme liefern in der ersten Halbzeit. Trotzdem der Bankspieler von Röndorf richtig gute Tage erwischt und in der ersten Halbzeit sogar eine Führung gebracht. Das wäre unsere erste Chance gewesen mit Führung. Vielleicht mit deutlicher Führung in die Kabine gehen. Der zweite, die dritte, vierte, diese Schwäche gegen diese spezielle 1-3-1-Zone. Ich kenne das sehr gut, wir machen das auch. Aber gegen Röndorf der Plan war nicht so. Und unsere Youngster ist wirklich dumme Fehler, dumme Passfehler, dumme Ballverluste gemacht, dass man ja selten von denen sieht. Trotzdem passierte. Und ich glaube, dieser Rückstand war entscheidend. Natürlich bitter am Ende von einem Schlüsselspieler dumme Fehler zu machen, aber wir können nichts vorwerfen. Die haben auch extra Punkte gemacht oder waren sie in Dreier getroffen oder in Serie 7 Punkte. Also, wie gesagt, es ist bitter. Wir sind enttäuscht. Aber geht's weiter. Ja, damit bedanke ich mich. Und lasse ihn nun zu seinen Spielern. Vielleicht brauchen die ein bisschen Trost und wünsche euch viel Glück. Guter Einfall. Dankeschön. Aber ich möchte noch den Wort Sau hören. So was heißt. Nehmen wir erstmal den Schönborn in die Mitte hier. Sultan hat gerade gesagt, dass im zweiten Viertel die Bankspieler eine gute Leistung gebracht haben, aber einer hat heute wirklich eine sehr gute Leistung gebracht, gerade als es darauf ankam, ein Starter, Tim Schönborn. Der
Ja, Tim, ich würde sagen, das war so ein klassisches Kampfspiel. Da kann man nicht nur schön spielen, da muss man alles in die Waagschale werfen, was ihr heute auch gemacht habt. In der Schlussphase hast du eins gemacht, was absolut richtig war. Du bist zum Korb gezogen, hast die Fouls geholt und die Freiwürfe gemacht. Hat der Trainer das angesagt? Ja, der Trainer hat es nicht angesagt, aber das glaube ich. Klar, am Ende, dass wir jetzt keine wilden Dreier nehmen sollen. Und glaub, 2 Minuten vor Schluss wurden wir schon gefoult. So wirklich zum Korb bin ich ja gar nicht gegangen, weil die kamen ja schon auf mich vorher zu und haben mich dann gefoult dementsprechend. Aber du hast heute übernommen, was ja teilweise auch bemäkelt wurde, dass unsere Starter in den letzten beiden Spielen das nicht so getan haben. Also heute hat es ja funktioniert. Ja, ich habe es auf jeden Fall versucht. Es hat gut funktioniert heute. Umso schöner. Der Sieg war extrem wichtig. Was habt ihr unter der Woche gemacht, also nach der zweiten Niederlage im Training? Gab es da was Spezielles? Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf die individuellen Stärken eingegangen. Wir sind jetzt auf den Jönke oder den Roya zum Beispiel. Haben wir spezielle Übungen für die beiden gemacht. Sei es in der Transition, dass der Jönke immer mit rechts geht, dass wir sozusagen dann direkt Hand auch zumachen. Haben wir leider erst am Ende gemacht. Und der Way halt über die linke Seite. Ich würde sagen, das hat auch ganz gut funktioniert. Wie war die Stimmung in der Mannschaft? Also so 2 Niederlagen steckt man nicht ganz weg. Vorher war er eben halt am 4. Platz dran. Heute hätte es durchaus auch noch weiter runtergehen können. Wie war die Stimmung? Wie habt ihr euch rausgezogen aus dem Team? Ich muss sagen, die Stimmung war die ganze Zeit nicht schlecht. Also wir haben nichts von der schlechten Kritik von außen oder von irgendwelchen anderen haben wir in die Mannschaft genommen und wir haben einfach unser Ding gemacht. Wir hatten trotz der 2 bitteren Niederlagen hatten wir super Training und super gute Stimmung auf dem Training. Jetzt kommt ein Spiel, wo man eigentlich sagen konnte, super, ihr spielt gegen den Tabellenersten, da hat man nichts zu verlieren. Oder siehst du das anders? Definitiv. Dresden war damals auch Tabellenführer und hatten wir was zu verlieren? Ich glaube schon, oder? Wir haben ja nun relativ beherrscht, aber nee, mal ernsthaft. Also Hanau wird keine leichte Aufgabe, aber geht ihr mit der Einstellung rein, das ist machbar? Ja, auf jeden Fall, wir gehen in jedes Spiel. Es ist Karneval. Gut, was hat das damit zu tun? Hau mal immer alles nächste weg. Woche, das sieht ja nicht. Okay. Alles klar. Wir wollen gewinnen, definitiv. Ist egal, ob die Erster oder Letzter sind. Die sind eine super starke Mannschaft, super gut besetzt. Die deutschen Spieler, genau wie die amerikanischen Spieler, bei denen sind super, spielen eine gute Saison und die sind nicht ohne Grund da. Also, okay, ja, es gibt auch noch einen Grund, warum Leute hier oben ist, bis heute Topscorer. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Heute mit 20 Punkten. Wow. 60% von der Dreierlinie, und zwar hast du 3 von 5. Ja, bist du mit der Statistik zufrieden? Ich bin mit dem Freiwurf nicht zufrieden. Also ich glaube, ich habe unglaublich geworden. Du hast 75%. Also damit bin ich nicht zufrieden. Da habe ich andere Ansprüche. Ja gut, dann sagen wir auch vielen Dank an Tim Schönborn, und er hat andere Ansprüche, dafür gibt es Training. Und das nächste Mal lassen wir wieder 90%. Ja? Hoffen wir mal. Danke nochmal für die super Unterstützung. Ja? Okay. Nicht abwerfen. Ja, Boris, du musst heute, denke ich mir, super stolz auf deine Mannschaft sein. Es war ein sehr schwieriges Spiel. Du hast das zweite Viertel ohne Fabian Tüllich, ohne Corey gespielt, was ja auch der Foulbelastung geschuldet war. Dann hat, wie dein Trainerkollege schon gesagt hat, deine Bankspieler haben dann im zweiten Viertel super gespielt. Ganz genau. Erstmal möchte ich ein Kompliment an Soltan machen. Ich denke, der taktische Plan ist zu Recht aufgegangen. Wir Coaches sitzen immer tagelang vor den Spielen da und machen unsere Gameplans. Ich denke, bei uns ist es dann aufgegangen, dass wir mit der flexiblen Verteidigung, mit der Zonenverteidigung
eben Turnover produzieren oder schwache oder schlechte Würfe produzieren. Da haben wir uns dann so ein bisschen gegenseitig ausgespielt. Und am Ende sind es im Basketball dann doch die Spieler oder einzelne Aktionen, die Sachen entscheiden, wo wir vielleicht weniger Einfluss drauf haben. Da war heute dann mal das Glück auf unserer Seite. Ich denke, das haben wir uns in den letzten beiden Wochen aber auch zurückverdient. Denn wir sind, wie Tim gerade schon sagte, nicht mit hängenden Köpfen durchs Training gelaufen, sondern haben uns schnell wieder aufgerichtet. Dementsprechend hinten raus heute, auch wenn die Freiwürfe dann nicht reingegangen sind, das aber trotzdem einigermaßen clever nach Hause gebracht. Ich komme nochmal darauf zurück. Also die Bankspieler haben das Ding ja so mehr oder weniger gewogen. Auch, was ist dir durch den Kopf gegangen? Ich habe eben mit dem Nick Larsen gesprochen, der sagte zu mir, Mensch, ich wusste das gar nicht, zwei unsportliche Fouls, ich bin raus. Da sagte ich, ja, das war schon klar. Aber da muss dir doch ehrlich gesagt so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht sein. Nein. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn mir in dem Moment das Herz in die Hose rutscht, dann sieht man das. Und dann sieht das ein Viktor, dann sieht das jemand anders, der gerade in dem Moment dann die Verantwortung von Nick übernehmen muss. Wäre ich doof, wenn mir das passieren würde. Und wir hatten auch die Überlegung, Kelubia Ekwemehe schon ins Team einzubauen. Und auch da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir gehen das in Anführungsstrichen Risiko ein. Wir wollen ihn für 5 Spiele in den Playoffs haben. Und auch wenn ich als Trainer mit dieser Entscheidung am Ende auf der Schnauze lande und hier in Rhöndorf großen Ärger bekomme, aber ich habe gesagt, ich vertraue euch, dass ihr einen besseren Job machen wollt als in den letzten beiden Wochen. Ich möchte, dass ihr euch selber was zurückzahlt, dass ihr dem Publikum etwas zurückzahlt und dass ihr den Sieg gegen Weißenhorn mit einer 8er, 9er, was auch immer Rotation einfahrt. Und darum geht es. Es geht um Motivation, es geht um positive Ansprachen und nicht darum, irgendwie zu zeigen, ach du Scheiße, der Nick ist raus, jetzt sind wir am Arsch. Im Gegenteil, ja, dann jetzt erst recht. Was in den letzten beiden Spielen nicht so ganz geklappt hat, da habt ihr ja immer so in den letzten 30, 40, 50 Sekunden die Kontrolle komplett verloren. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Heute nicht. Ehrlich gesagt, ich will jetzt keine Diskussion mit dir anfangen. Du bist ein alter Basketballhase. Ich glaube nicht, dass wir die Kontrolle verloren haben. Wir haben in ein, zwei Situationen blöde agiert. Wir haben gegen Baunach ein schlechtes Viertel gespielt. Wir haben vorher 3 Viertel guten Basketball gespielt, gehen mit 10, 11 Punkten, glaube ich, ins letzte Viertel. Wir spielen 10 schlechte Minuten. Wir machen den Gegner stark, er gewinnt glücklich die Verlängerung. Wir hatten die letzten Würfe, sind die Plays gelaufen, haben den letzten Wurf dahin bekommen, haben ihn nicht reingemacht. So ist dieser blöde Sport, den wir alle so lieben. Und da kann ich doch nicht zu meiner Mannschaft gehen und sagen, Leute, ja, was seid ihr für Pfeifen, wir haben in den letzten Minuten alles falsch gemacht. In Frankfurt treffen die 2 wirklich ganz wichtige Würfe. Und wir haben vorne eine gute Offense, haben eine gute Wurfentscheidung, treffen sie nicht. Das passiert. Und das passiert dann gerade in so einer Situation. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir da irgendwas verkehrt gemacht haben, sondern dafür ist dieser Sport so. Und da gibt es halt Ups and Downs. Jetzt hatten wir uns diesen Rucksack voll Mist vollgeladen und haben heute den Mist rausgeschmissen und diesen Rucksack abgelegt. Und das habt ihr aus meiner Sicht mit teilweise einer überragenden Defensive gemacht. Ja, mit ganz viel Motivation, mit ganz viel Attitude, Einstellung, haben ordentlich Druck am Ball gemacht, sind dadurch nachher in Foul Trouble auch gekommen, ganz klar. Aber ich denke, dass wir auf beiden Seiten eine sehr gute Verteidigung heute gesehen haben. Besonders am Ball wurde heute sehr aggressiv gearbeitet, deswegen gab es auch diese unsportlichen Fouls, weil Till sich den Ball erkämpft hat mit einer ganz starken On-Ball-Defense. Wir haben das ähnlich gut gemacht und deswegen war es auf sehr hoher Intensität. Man hat heute gesehen, worum es geht, denke ich. Vielleicht mal ganz kurz, was ist auf der Tour aufgefallen ist, dass der Corey über der 3-Linie verteidigt hat und dann von den Stellen gar zu vorne das war, glaube ich, ein Aufruf. Also für alle, es geht darum, dass der Corey Remmelkan Fouls bekommen hat, weil er auf der Höhe der Freiwurflinie schon verteidigt hat.
Und das ist sicherlich etwas, was wir vermeiden sollten, so versuche ich das mal zu interpretieren. Das hängt immer davon ab, was wir verteidigen. Wenn wir eine, wir haben 4, 5 verschiedene Verteidigungsvarianten, es ist eine 1-3-1 High, eine 1-3-1 Flat, also hoch und flach. Bei beiden muss der Corey Ramekan ziemlich weit oben verteidigen. Da kann es immer sein, dass der Guard dann gegen ihn kommt und gegen ihn attackiert. Und hinter ihm soll dann noch ein Helfer stehen. Im Zweifel meistens der Bastian Winterhalter heute. Und das ist so die eine Geschichte. Das andere war heute, die meisten Fouls hat er aber durch eine Manndeckung gemacht. Und das war das, was mich gestört hat, weil der Till Joscha Jönke und auch der Dustin Ware das sehr clever machen. Sie attackieren den großen Mann und wollen ihm natürlich auch das Foul anhängen. Das heißt, der Kontakt geht dann aus meiner Sicht immer, ich bin Röndorf-Trainer, auch natürlich vom Angreifer aus, der versucht den Oberschenkel zu attackieren. Kommt es da zum Kontakt, ist es nun mal das Foul. Was Corey da eben lernen muss, und das sagte der Schiedsrichter vollkommen korrekt zu mir, dann darf er den Schritt auch nicht so weit raus machen, sondern muss den Schritt etwas parallel setzen. Das ist minimal ein Unterschied von 30 Zentimetern, der aber ausmacht, ob er dann heute 2, 3 Fouls bekommt, weil er mit dem Knie zu spät ist oder eben nicht. Aber das sind genauso Sachen, an denen wir eben arbeiten. Aber deswegen kann man das schwierig sagen. Er steht häufig auf der Freiwurflinie, das ist vollkommen richtig. Das liegt daran, dass wir verschiedene Verteidigungsvarianten haben. Insgesamt sind es 5 oder 6. Und da ist er da oben ganz, ganz wichtig für uns. Und da soll er diese blöden Fouls natürlich nicht machen. Ja, es kann einfach schneller den Tick, ne? Ja. Aber genau das wollen wir. Finde ich sehr gut, dass mal so eine Frage kommt. Haben wir auch wieder was dazugelernt hier? Schauen wir mal, meine ich ganz ernst. Also, schauen wir mal kurz auf die Statistik. Bei den Gästen haben wir Sport wie folgt: Ware 26, Vojkovic, Ferner 5, Jönke 23, Meier 12, folgt einen. Helfen Sie mir mal gerade, wie heißt der junge Mann? Stein? Maxim Stein. Einen, Schlüter 5 und Falkner Junior 10. Bei Röndorf heute Nick Larsen 10 Punkte. Fabian Tülich 11 Punkte 5 Rebounds. Sascha Trabnik ist endlich wieder an Bord. Fällt dir auch ein Stein vom Herzen? Ich freue mich einfach für ihn, dass er wieder laufen kann, schmerzfrei, dass er wieder 4-mal, 5-mal die Woche trainieren kann, schmerzfrei und sich nicht ständig an die Wade greift und seine Schuhe wütend durch die Halle schmeißt. Ja, Tim Schönborn hat mir schon mit 20 Punkten. Wie viel Steals? Wie bitte? Wie viel Steals? Wie viel Steals? Tim Schönborn ist eine gute Frage. 2. Okay, Florian Wendler mit 2 Punkten, Corey Ramekan, 17 Punkte, 7 Rebounds. Heute keine Blocks. Ja, aber Jonathan Meyer ist ja auch nicht der Kleinste und der springt auch etwas höher, also der muss ja noch nicht blocken. Viktor Frankl-Maus heute mit 7 Punkten und mit einer Menge Verantwortung. Er musste ja dann im letzten Viertel den Nerven schmeißen. Ja, aber genau dafür, für solche Momente, trainieren wir ja auch sehr hart und trainiert Viktor auch sehr viel und übernimmt ja auch im Training natürlich immer Verantwortung auf der Point Guard Position. Deswegen, das hat er ganz gut gemacht und deswegen Lob an ihn. Jules Heimer hat heute wie ein Schleicher gespielt. Es gibt ja so Spiele, da sieht man gar nicht, was nachher auf dem Block steht. 13 Punkte. Verdammt starke Leistung. Zumal, weil er anfangs der Woche krank war, Grippe hatte und wir nicht sicher waren, ob er spielen kann, hat dann gestern voll trainiert und in Luft bekommen und haben dann gesagt, gut, dann können wir ihn reinschmeißen und dann soll er Gas geben, hat den Fahr wieder gut entlastet heute, nachdem er Foul Trouble hatte. Es hat mich nicht positiv überrascht, weil das im Training immer wieder zeigt. Ich hoffe, dass er jetzt zu den Playoffs genau diese Leistung etwas konstanter bringt. Er muss keine 13 Punkte machen, aber er muss hellwach aufs Feld gehen, wenn er rauskommt. Und das soll er jedes Mal gerne machen. Ist aber aus meiner Sicht ein total cooler Typ, der Potenzial hat. Ja, das Potenzial, das sieht man, das sehen wir, wie gesagt, auch im Trainingsalltag.
Aber er hat auch ganz viel Potenzial, was die Körpersprache angeht. Ja, und nicht zuletzt Bastian Winterhalter mit 10 Punkten und 7 Rebounds. Ist ein Ruf, ein ehrlicher Arbeiter zu sein, der gerecht wird. Absolut, und hat er auf der Position 4 heute einen guten Job gemacht. Gegen Faulkner häufig gespielt, der auch kein schlechter ist. Hat in der Zone hinten sehr gut verteidigt, da ist er mir sehr, sehr wichtig. Vorne gute Entscheidung getroffen. Also das war so das, was ich mir von Basti erhofft hatte, nachdem er auch in so einem kleinen Tief war. Und da ging es jetzt wieder aufwärts und das ist schön. Abschließende Frage. Jetzt habt ihr die Playoffs genagelt, also so ein Deckelchen drauf. Das müsste die Mannschaft doch befreien. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Spielern allen erklären, die das nicht gewohnt sind, was Karneval in Bad Honnef bedeutet. Ich glaube, dass der Corey oder auch der Tim, wie man gerade gemerkt hat, vielleicht nächste Woche, wenn sie in die Halle kommen, sich wieder umdrehen und sagen, ich bin hier auf der falschen Veranstaltung. Von dir erwarte ich natürlich eine Bühnenrede nächste Woche hier oben. Und klar, ich denke mal, die Halle wird noch voller als heute sein. Die Stimmung wird wahrscheinlich grandios sein. Und da freuen wir uns alle drauf. Wir werden die Mannschaft darauf vorbereiten und wollen natürlich auch Hanau schlagen. Ja. Ja. Das soll es gewesen sein. Wir verabschieden uns mit einem Dreifach. Können!